So, hallo, der Aufnahmetest war erfolgreich, der Hustentest leider nicht. Ich werde euch also ein bisschen was vorhusten. Ihr werdet das aber überleben, hoffe ich. Ihr habt gesagt, das letzte Mal war es auch nicht so dramatisch. Und ich möchte unbedingt ein Level spielen. Und jetzt bin ich halt konzentrationstechnisch, denke ich, wieder etwas besser drauf. Also ich huste noch rum und so, aber es ist an sich okay. Und zwar hat der liebe Joris, mein jüngster Zuschauer praktisch, ein Level gebaut. Und mit jüngster Zuschauer meine ich wirklich jüngster Zuschauer. Das schafft ihr nicht zu toppen. Und also das Level hat so gesehen nicht er gebaut, sondern seine Mama. Hallo Sonne. Und ich muss hier ganz kurz den Ton ausstellen. So. Und er hat ihr gesagt, was sie tun soll. Sie hat es dann gebaut. Das heißt, sie musste es auch spielen. Entsprechend mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass ich das nicht schaffen werde und es nichts so an Gegner-Spam und sowas sein kann. Ne? Das erwartet man ja gerne mal. Und, ach guck mal, da steht's. Ich habe gebaut, was Joris, 3 Jahre alt. Deswegen, ihr könnt das nicht toppen. Ist mein jüngster Zuschauer. Passt. Wollte. Hallo Conan. Weltrekord 5 Sekunden von Counter. Okay, wir werden das Level aber in seiner Länge durchziehen. Wie lange hat Sonne gebraucht? 7 Sekunden. Okay, vielleicht kriege ich auch den Weltrekord getoppt. Das werden wir natürlich auch versuchen. So, gucken wir uns mal an, was da alles uns entgegengeworfen wird. Die Abschlussrate ist 100%. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, wenn ich da jetzt rumprobiere, dass ich versehentlich sterben sollte. Aber das kriegen wir dann auch hin. So, aber wir kriegen erstmal einen Stern. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir einen Yoshi. Dann haben wir Münzen. In die Röhre kann ich leider nicht rein. Aber wir wollen natürlich auch, wenn wir schon einen Stern haben und groß werden, dann wollen wir natürlich auch hier mal diese Blöcke da oben nutzen. Komme ich auf jeden Fall so hoch. Wenn die schon da sind. Und da ist noch ein Stern. So. Wenn die schon da sind, dann wollen wir da auch mal drauf rumlaufen. Ne? Sonst sind die da ja einfach nur zur Dekoration. Und jetzt laufen wir da auch einmal drauf rum. So. Sehr schön. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Da ist eine schöne Münzenstrecke. Und da ist das Ziel. Ja, das hat die Sonne gut geschafft, das Level. Mit 7 Sekunden. Counter kam dann mit 5 Sekunden. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir das hinkriegen können. Ja. So, kriegt erstmal ein Herz natürlich. Und jetzt mal ganz ohne alles Mögliche einzusammeln, einfach nur durchrennen. Bleibe ich da irgendwo hängen? Nein. Ich glaube, ich werde den Rekord von Counter nicht brechen. Ich glaube, der hat da schon das Möglichste rausgeholt. Was hat er jetzt genau? Ja. Das ist jetzt praktisch, ja. Er ist jetzt straight durchgerannt. Der Erste, der da einfach straight durchrennt, hat es einfach geschafft, den Rekord sich zu holen. Da gibt es überhaupt. Ja, jetzt bin ich auch noch hängen geblieben. Da gibt es überhaupt nichts, was man noch groß verbessern kann. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwie mit Springen noch was verändern kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch eine Millisekunde rauszuholen. Irgendein Speedrunner wird es bestimmt schaffen, da eine Millisekunde rauszuholen. Aber. Holy, was? Okay, Springen verändert Dinge. Gut, versucht. Entschuldigung. Versucht das zu schlagen. Viel Spaß. Okay. Springen verändert Dinge. Tip of the day. So. Okay, Dankeschön fürs Bauen, Joris. Sehr schön. Warum ist die Abschluss... Was habe ich jetzt? Was habe ich... Ach, ich bin an einer Stelle, habe ich... Ah, ja, natürlich. Weil ich neu gestartet habe, ist die Abschlussrate jetzt nicht mehr 100%. Okay. Dann hat Sonne noch geschrieben. Kannst du dir mal 5Q3 VHYPKG angucken? Das machen wir. 5Q3 VHY. PKG. So. Übrigens nicht wundern, wenn auch dieser Part keinen Thumbnail hat. Ich, ja. Werde das einfach nur schnell hochladen.
Sir hat dazu geschrieben, hab das eben mit anderen gespielt und auf einmal war das Ziel da und ich hab gewonnen. Hab aber nicht gesehen, wie irgendwer an irgendeine Münze kam. Und meine, die oben beim Ziel war, auch noch da. Hab's mir nochmal allein angeguckt, aber kapier's nicht. Okay. Also. Es gibt offensichtlich eine Zielbedingung. Man kann es offensichtlich in 6 Sekunden schaffen. Jetzt schauen wir mal, was da los ist. Und es scheint nicht schwer zu sein. So. Sammle mindestens eine Münze und erreiche ihr. Ja, gut. Ah, das ist die da oben. Muss ich da denn... Was? Was? Da, warum ist... Hä, das sind überall versteckte Blöcke, oder was? Hä? Das ist ja komplett dämlich. Nein! Wo ist er? Da. Das ist ja komplett dämlich. Wahrscheinlich hast du dann nicht gemerkt... Ach, sie hat jetzt drunter geschrieben, okay, hab's kapiert, dumm. Ach so. Ja, wahrscheinlich hat sie das mit dem Block erst nicht verstanden. War das das mit dem Block, Sonne? War das das, was du nicht verstanden hattest? Das ist jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber ansonsten... Ja, aber ja, das Level ist ziemlich dämlich. Ich wollte nur gucken, ob ich an den Weltrekord rankomme. 6761. Huh. Da muss man schon ordentlich. Ja, aber man müsste halt den Block erwischen. Dafür muss man halt wissen, wo der ist. Hier? Sind da noch mehr? Außer halt der da oben dann. Der da. Der jetzt halt gar keinen Sinn ergibt, weil die Münze da oben... Also da hat jemand beim Bauen auf jeden Fall richtig gut nachgedacht. Das kann man schon mal sagen. warum halte ich mich damit überhaupt auf? Wir haben genug schöne Level zum Spielen. Insofern, das hat sich geklärt. So, mehr habe ich jetzt an Level-Requests spontan nicht, was ich wüsste. Auch keine Tweets, die geschrieben wurden. Also aktualisieren wir hier mal schnell und schauen, was alles passiert ist. Neben den Leveln, die wir eh noch spielen müssen. Noch ein Level von Devori Chop Suey, ist ein schönes Lied von System of a Down. Airmaid hat seine Welt 8 gebaut. Und dann sind wir schon wieder hier, wo wir. Alles klar. Habe ich hier irgendwas ausgelassen, außer Welt 7 von Airmaid? Nein, na, das haben wir gespielt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch das A Link to Distress 4 noch. Das wird sicherlich wieder eine Weile dauern. The Final Dungeon in Link's Adventure. Map and Boss included. Also diesmal gibt es einen Boss anscheinend. Gucken wir mal. Das Problem bei den Leveln ist ja nach wie vor... Wait. Ach, von hier aus. Ah. Ah. Da ist ein Pau, aber auf dem kann ich unendlich oft springen. Das heißt, ich kann hier problemlos den abschießen. Und dann da auch problemlos rüber. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt geht er gleich wieder hoch. Ja. Danke dafür. Okay. Aber dann schaffen wir das jetzt hier problemlos schneller. Plup. Ach so. Plup. Zack. So. Falsche Richtung. Link. Link. Also ist schon trotzdem komisch, den da drauf zu steuern, ne? So, jetzt in die Richtung.
Ah, okay. So, das ist eine interessante Karte. Ich sehe jetzt erst. Mit Teleport oder was? Oder ist es einfach ein Teil noch verdeckt? Okay, hier kann ich hier hoch und dann kann ich da runter. Und dann kann ich da erstmal rennen. Ich mach das mit der Bombe jedes Mal, ne? Erstmal rennen. Blob. Jetzt ist die da weg. Dann schicken wir hier nur. Ach so, okay. Jetzt haben wir den Durchgang. Und jetzt kann ich da hochspringen. Und jetzt komme ich. Ja, wo komme ich jetzt hin? Ah, auf eine. Ah, da kann ich durch. Das ist. Ich denke immer, das ist Wand. Aber das ist keine Wand. Oh mein Gott! Das habe ich zu spät realisiert. Das habe ich zu spät realisiert. So, nein! Ah! Okay. Ah! Okay. So. Wow. So. Nein, warum zünde ich denn jedes Mal eine Bombe als erstes? Plopp. Wow. Und zurück. Ah, da wäre nach vor der Oberwelt wäre schon ein Checkpoint ganz cool gewesen. Vor allem vor so einer Falle. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss springen, während ich, nachdem ich geschossen habe. Und hoffen, dass ich treffe. Und geh weg, Bombe. Mein Gott. Okay, jetzt ist da eh dicht. Jetzt kann ich da nur noch hoch. Aber je. Ah, nicht schon wieder. Ah! So treffe ich nicht. So treffe ich. Eieiei. Okay. Okay. Kann ich die einfach. Will ich die einfach wegmachen? Das war so irgendwie jetzt so komisch, die einfach wegzumachen. Oh. Kann ich den nicht killen irgendwie? So. Oh nein, brauche ich den zum Drüberspringen? I, Hilfe. Ich hoffe nicht. Nee, komme ich auch so rüber. Okay, wenn ich den Pow auslöse, dürfte erstmal nichts anderes runterfallen. Okay, ich muss jetzt halt echt vorsichtig sein. Brauche ich... Oh nein. Das war so klar. Ah, dieser verdammte Swamp. Und von vorn. Ah, weiß ich nicht. Das finde ich nicht so cool. Oh, das war super dämlich. Zumindest ein Schwert mehr oder so nochmal hinlegen. Wäre ganz cool gewesen. I don't know. Finde ich ein bisschen arg krass, dass man halt One-Hit down ist. Gerade bei so Fallen halt, ne? Die man nicht vorher wissen kann. Ich meine, auf den Swamp reagieren kann man natürlich... Oh. Auf den Swamp reagieren kann man natürlich schon. Aber... Ja. Weiß nicht. Weil es ist ja alles schön designt und so, ist ja gar keine Frage. Aber es sind halt zu viele Sachen, bei denen man mit einem Fehler komplett tot ist. Das finde ich nicht gut. So, wenn zumindest irgendwo noch ein Schwert läge, dass man das nochmal holen kann oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber tut's halt leider nicht. Das heißt, man muss sich einfach drauf verlassen, dass es schon alles gut geht. So, jetzt Swamp abwehren. So. Und jetzt haben wir's.
Wow, 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 wow. Wenn ich nicht mich mit einer Bombe noch kille. Wait. Kann ich jetzt einfach durchlaufen? Nein. Ich hätte vor... Oh, nee! Habe ich mein Schwert gezückt versehentlich? Wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. So. Entschuldigung für komische Geräusche meinerseits. Oh, also erstmal keine Bombe gezückt. Alles richtig gemacht. Unglaublich. So. Und hopp. Jetzt aber hier, Mensch. Und hopp. Und hopp. So. Swamp abwehren. Münze interessiert mich überhaupt nicht. Ja, ich muss da... Renn! Dass ich das vorher nicht begriffen habe, ist halt wieder super dumm, ne? So, wir haben den Checkpoint. Alles ist gut. Bombe. Kaboom. Da kann ich eigentlich erstmal einfach drüber sprechen. Kann ich nicht. Scheiße. Okay, kann ich nicht. Da muss ich wohl doch einen Pfeil schießen. Oder eine Bombe werfen. So, das ist ja ein angenehmer erster Raum. Also wahrscheinlich von hier so trifft das. Ja. Und jetzt? Wahrscheinlich eine Bombe. Trifft die so? Ja. Nur leider trifft sie halt tatsächlich so. Ah ja. Und dann muss ich da so ein Ding machen. Uff. Das wird ja interessant. Dieser dritte Raum wird interessant. Da werde ich ein paar Mal sterben. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich noch einmal neu starte jetzt übrigens, dann bin ich blöd. So. 20 Minuten, okay. Aber ich bin zu ungeduldig, um mit dem Ding runterzufahren. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich Real Talk keinen Bock drauf. So, nein, das ist die falsche. Das ist die richtige. So. Also die Bombe trifft, haben wir gerade gesehen. Passt also. Easy. Das ist nicht das Problem. So, ich kann die Dings abwehren. Ach so, die bleibt. Ah! Dann ist der Raum doch gar nicht so wild. Weil dann kann ich jetzt ja den hier machen. Cool. Hätte nicht gedacht, dass die da bleibt. Ich dachte, die geht da kaputt. Aber wahrscheinlich liegt das an dem Fließband, was da drunter ist. Interessant. Okay.
So, jetzt geht's wieder rückwärts hier runter. Ist jetzt halt die Frage. Ich muss es wieder probieren. Okay. Auch da weiß ich jetzt halt nicht. Okay. Wie ich da vorzugehen habe. Ah ja. Jetzt komme ich so wieder hoch. Und jetzt kann ich hier runter. Oh Gott, halt die Klappe. Ich habe halt ein bisschen Angst, jetzt irgendwas zu versauen. Da muss eine Bombe nach hinten, das sehe ich schon. Ich glaube, wenn ich da jetzt versuche, nach hinten zu springen, mache ich Quatsch. Ah, ich kann die da hinwerfen anscheinend. Und jetzt noch den hier. Ah ja, okay, passt. Alles noch ein Stück schneller. Passt. Nice. Und jetzt kann ich hier rein. Und krieg bitte den nächsten Checkpoint. Nice. So bin ich zufrieden und jetzt sind wir vor dem das war die falsche Richtung, Link. Jetzt sind wir vor dem Bowser-Boss, wie man sieht. Wo kommt schon das Feuer uns entgegen? Oh mein Gott. Oh, ich komme nicht selber an ihn ran, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay, ich muss ihn abschießen. Indem ich hier die Pow-Blöcke jeweils runterschicke. Oh ne, wo sind die anderen? Ach, mit Bombe da jetzt rein. Oh, das ist ein unangenehmer Boss. Hilfe. Oh Gott, das wird richtig unangenehm. Ah, nee, ich treffe das nicht. So. Jetzt muss ich wieder schießen. Und jetzt kommt der Pau und ich muss ihn erwischen. What? Und selbst das Erwischen ist dann nochmal ein Problem. No! Kann er mich auf der Höhe überhaupt treffen? Wait, und jetzt habe ich ihn nicht mal... Hä? Ich habe ihm nicht mal Schaden... Hä? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Weil er gerade gesprungen ist, ne? Alter, willst du mich foppen? Du darfst nicht springen in dem Moment. Yo, Bowser, kooperiere mal ein bisschen mehr hier. Jetzt hätte es geklappt und ich habe... Oh mein Gott. Aber es gibt nur ein Feuer, was mich treffen kann. Oh, es ist ja nur ein Hit. Stimmt, ja. Ich muss ihn ja... Ja. Ich muss ja nur einen Pau treffen. Oh mein Gott. Ah. Fies. Aber geschafft. Puh. Ja. Alles klar. Puh. Reicht dann auch für heute wieder, ne? Da war wieder ein Part. Ich kann nicht versprechen, dass direkt jetzt morgen auch schon wieder ein Part kommt. Aber der war mir ein Anliegen, den so bald wie möglich aufzunehmen. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass es direkt jetzt die Woche wieder sofort weitergeht. Ganz schnell mit Part. Wie ich zum Aufnehmen komme und ne, wie alles andere sich so entwickelt. Vor allem auch die Laune. Ja. Gott.
Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.